Hallo und herzlich willkommen zurück in der Welt von Goonicorn und einer weiteren Runde Underlords. Und wir haben hier bereits was, dass wir hier... Okay, Ogre Major ist zwar im Knast drin, nein, dann spielen wir das aber nicht, ne? Ich wollte schon sagen, wir locken das, aber... das machen wir nicht. Wir spielen also wieder unser Schachspielchen hier, Underlords. Ja. Es ist immer noch sehr, sehr schwierig, Spiele zu gewinnen nach dem Update. Also, was heißt hier nach dem Update? Nach dem großen Update, ne? Seit es hier wieder neu ausschalten, so weiter. Aber, ich habe da was gefunden, das so ein bisschen funktionieren könnte. Und das schauen wir uns mal an. Und zwar wollen wir heute die Mages spielen. Alles geht in die Binsen? Wie geil ist das denn? Versuchen wir hier mal die Mages zu spielen. Und... wir kriegen hier gleich Mages rein. Wir müssen schauen, dass wir die nicht zu stark forcieren, weil sie gerade in der Startphase nicht allzu stark sind. Aber im Late Game werden die abgehen wie Schmidts Katze. Also wenn sie den Burst halt rauskriegen, dann sind sie richtig, richtig stark. Und das wollen wir hier versuchen. Ich würde sie schon gerne dazu nehmen, aber das... soll ich das loggen oder nicht? Komm, wir loggen das. Wir loggen das direkt mal. Nein, machen wir nicht. Die kriegen wir schon noch. Ja. Also wir schauen, dass wir halt mit den Mages die 6 Mages zusammenkriegen. Dann wäre natürlich sehr, sehr geil noch Dragon Knight, weil sie halt Human und Dragon ist. Boah. Was ist denn los hier? Was ist denn bloß los hier? Wir spielen direkt mal die 3 Mages zu Beginn, ne? Loggen wir für Pack hier oder nicht? Also das ist eigentlich das, was wir nicht haben wollen, ne? Weil zu Beginn einfach nur die Mages spielen, das ist effektiv nicht stark genug. Vor allen Dingen dann nicht, wenn wir den Ogre-Mager nicht haben. Weil der Ogre-Mager ist wenigstens so ein bisschen die Frontreihe hier, ne? Der hält so ein bisschen die Frontreihe. Ja, müssen wir mal gucken, wie wir damit umgehen. Wahrscheinlich werden wir ein paar Warrior davon hinzustellen oder so. Ich weiß noch nicht genau. Es wäre halt gut, wenn wir hier noch eine Frontreihe mit Warriors hätten. Optimal wäre natürlich Tiny für den Elementbonus hier. Aber müssen wir mal gucken. Und wir kriegen gar nichts Frontreihiges hin, ne? Okay, dann bleiben wir den 3 Mages und gucken mal, ne? Ja, das ist also wieder Underlords. Es macht nach wie vor mega Spaß, das Spiel. Was sind wir denn eigentlich vom Rang her? Wo schauen wir das? Wie können wir das anschauen? Können wir das irgendwie sehen oder so? Können wir nicht sehen hier, ne? Können wir nicht sehen. Okay. Jetzt die erste Runde gegen den Spieler und da werden wir schon sehen, dass es mit den Mages sehr schwierig wird. Ja, da werden wir leider verlieren, aber das ist nicht schlimm. Am Anfang werden wir sehr viele Lebenspunkte hergeben müssen, aber das ist nicht schlimm. Er spielt auch auf Mages hier, ne? Schauen wir mal, wie viele Mages... okay. Okay. Ja, es sind standesgemäß sehr viele Mage-Spieler da, weil sie halt echt im Late-Game sehr, sehr stark werden. Also es ist die Strat, die mir in den letzten paar Spielen auch wieder Siege beschert hat. Ja, müssen wir mal schauen, ob das jetzt so weitergeht. Da haben wir unseren Tiny. Das ist schon mal gut. Wir könnten auch... oh, jetzt sind wir auf 9 Gold, ne? Das ist natürlich so ein bisschen... das ist so ein bisschen ungünstig. Aber naja, das eine Gold dürfte hoffentlich auf das Endspiel nicht Auswirkungen haben. Hoffe ich zumindest. Es ist ganz klar, ne? Ja, hier werden wir auch verlieren. Es ist ganz klar, jedes Goldstück hat natürlich Einfluss auf das Spiel. Jedes, das wir hier verschenken, ist verlorenes Gold, das auf jeden Fall, aber ja, ich möchte Tiny dazu kriegen.
Hier gegen die Zweier Warrior, das ist halt eben das Problem. Ne? Da kriegen wir mit den Mages, wenn wir sie zum Beginn schon kriegen, werden wir da schon so das eine oder andere Damage-Pünktchen hier reingedrückt kriegen. Das ist so ein bisschen... Man sollte eigentlich... Starte ich jeweils mit der Frontreihe bauen. Irgendwie drei Warrior oder so. Und dann setze ich hinten die Mages dazu. Im Normalfall. Aber das funktioniert hier nicht, weil wir sie nicht kriegen. Oh, wie viele Mages kriegen wir denn da rein? Nice to meet you, friends. Mega gut, wie die Mages schon rein donnen, ne? Ich weiß halt nicht, ob wir jetzt... Wisst ihr was? Wir machen das. Ist Goldtechnisch so ein bisschen problematisch? Irgendwas stimmt heute nicht mit dem Kopfhörer hier. Mit dem Headset ist irgendwas... Weiß ich nicht. Gucken wir mal. Spielen wir jetzt genau nochmal gegen den gleichen? Nein, ich glaube nicht, ne? Ihr seht schon, ne? Wenn wir jetzt vorne zwei Tinies drin haben, dann wird schon, wird der Kampf schon länger. Und je länger der Kampf geht, desto mehr bursten halt unsere Mages weg, ne? Und das ist, okay, er ist noch bei vier. Bei vier Creeps, das ist natürlich, da haben wir natürlich einen riesen Vorteil gehabt. Aber das ist schon so. Die beiden Tinies hier halten natürlich so ein bisschen die Frontreihe des Gegners ab. Dann können unsere Mages von hinten halt reindonnern. Das funktioniert schon ziemlich gut. Gucken wir mal. Okay, das ist natürlich optimal. Tiny 2. Wir können nochmal wer draufstellen. Dann würde ich sagen... Noch ein Razor oder nochmal... Noch ein Razor, ne? Ich glaube schon. Ja, wir sind auf 10 Gold, das ist auch okay. Das heißt, wir sind auf 5 Creeps und trotzdem 10 Gold, da sind wir nicht ferner liefen. Das schaut gut aus. Und jetzt ist es geil, ne? Unser Zweier Tiny hält hier vorne die ganzen Warrior in Schach, während hinten unsere Mages da ordentlich reindonnen, sobald sie die Ultis rauskriegen. Das ist jetzt der Fall. Das ist gut. Mit dem Heal noch. Ich glaube hier, der Task, der Zweier Task, den müssen wir unbedingt wegrasieren. Jetzt kommen wieder die Ultis. Da donnern wir ordentlich Damage raus. Aber reicht es auch für den Tiny? Für den Task hier? Reicht das? Ja, ja, das wird reichen. Na, naja, das ist jetzt der Unterschied. Also, der Tiny 2 hat da ordentlich was weggemacht. Der hat da ordentlich guten Job gemacht und von daher passt das mega gut jetzt. Da haben wir bereits den nächsten Mage. Den spielen wir natürlich direkt. Da haben wir, glaube ich, sogar mehr Damage, ne? Jawohl. Und natürlich auch wieder einen zusätzlichen Element, ne? Das ist gut. Das ist mega gut. Schau mal, wie spielt der zweite Mage-Spieler. Der hat sie wieder aufgegeben, ne? Nein, hat er nicht. Hat er nicht. Okay, Margo kennt. Mal gucken, wie das so weiterläuft. Wir müssen uns dann überlegen, irgendwann werden wir hier den Tiny ersetzen durch Dragon Knight oder halt Omni Knight ist auch ganz gut. Mit dem Omni Knight hätten wir halt wieder einen Knight und einen Human. Und die Humans sind natürlich jetzt auch wichtig in dieser Strat, weil sie zusätzliches Mana generieren. Ihr seht das hier, Verbündete generieren 4, 7 oder 10 Mana pro Sekunde. Ne? Und das ist halt mega wichtig, weil wir hier mit den Mages natürlich auf Mana angewiesen sind. Also die bursten halt ordentlich raus. Die müssen... Das Ziel ist, dass sie hinten, da vorne, die Reihe vorne so ein bisschen... die Leute beschäftigt und hier hinten die ganzen Mages dann ihre Ultis rausbursten, ne? Und somit halt den ganzen Flächendamage raushauen. Das funktioniert teilweise richtig gut. Also schon zweimal gewonnen, wie gesagt. Das ist mega geil. Aber man muss es halt zusammenkriegen, ne? Es fehlt jetzt auch noch Keeper of Light beispielsweise, die Lina, die fehlen noch für unsere 6 Mages. Also ja, es steht noch einiges zuvor. Derjenige, der auch auf Mages geht. Mages oder Dragons noch. Okay. Aber den werden wir wegkriegen. Der ist immer noch bei 4 Creeps. Den werden wir erledigen. Oha. Jetzt wird es aber hier nochmal ziemlich eng. Dieser Heal kam optimal. Aber das kriegen wir dann
Ja. Das kriegen wir schon da. Nice. Naja, also ihr seht, es funktioniert richtig gut, wenn man... Wir hatten jetzt so ein bisschen Glück, dass wir Tiny schnell auf 2 gekriegt haben. Dadurch haben wir natürlich das optimale Setup hier. Und deshalb funktioniert es auch ziemlich gut zurzeit. Das ist auch schon anders gewesen, ne? Wir werden sie kaufen, aber wir warten die Uhr ab hier, damit wir kein Gold verschenken. Auf jeden Fall. Und wir sind immer noch Level Up. Hier sind wir auf 5, ne? Da sind wir immer noch ziemlich die Einzigen. Zu zweit auf Level 5. Wir sind die Einzigen, die... Nein, hier haben wir nochmal den Mage-Spieler noch zusätzlich. Ja, das passt. Das wird schon passen. Wir müssen jetzt die Mages einfach zusammenkriegen. So schnell wie möglich natürlich einen Kottl kriegen. Keeper of Light ist mega wichtig in dieser Strat. Also von daher, ja. Wir wissen, was wir zu tun haben. Hier die ganzen Mages auf Level 2 kriegen. Vielen Dank auch dafür. Ich weiß gar nicht, ob ihr die Windows-Mitteilung gehört habt, aber naja. Mitten im Stream eine Windows-Mitteilung ist natürlich mega geil. Kriegen wir den Down noch? Gute Hexe hier. Jawohl, das kriegen wir sogar noch Down. Nice. Jetzt unbedingt, please, gib mir Mana-Generations-, Mana- oder Abklingzeit-Items. Die sind wichtig für diese Strat. Mana oder Abklingzeit. Und wir haben Mana. Jawohl. Wir generieren hier Mana und das geben wir direkt mal hier unserem Razor. Das kaufen wir, wie gesagt. Alles noch auf 1, ne? Außer den Tiny. Und der macht das halt weg. Wir gehen hier auf Level 5. Und stellen noch einen zweiten Razor dazu. Gucken wir mal, ne? Wir wollen natürlich so ein bisschen die Winning Streak schützen, indem wir Level Up gehen. Da wir noch nicht allzu viele Zweier Creeps haben. Was heißt hier noch nicht allzu viele? Wir haben erst einen. Deshalb müssen wir es halt irgendwie versuchen, über das Level Up zu schaffen. Aber hier sieht es schon ziemlich shitter aus. Obwohl wir es trotzdem noch schaffen könnten. Oh, das wird sehr eng, dieses Match. Das wird sehr... Ich glaube, das werden wir verlieren. Ja, das werden wir verlieren. Die Knights da hinten sind halt mega stark noch. Oder kriegen wir es down? Regelt das unser Pack hier? Komm. Oh ja, es sieht gut aus. Es sieht gut aus. Das war ein sehr enges Match, ne? Und wir kriegen halt wenig Damage. Das ist auch sehr wichtig. Ja, aber jemand bei 98% noch. Heartless, okay. Das werden wir schlagen können, Leute. Ich glaube, das werden wir mit der Zeit schlagen können. Wir sind bei 43%. Okay, der Roll. Weil wir halt danach auf 50 sind. Hier den Formwandler, den Morphling. Wir haben jetzt dann sehr viele Pärchen. Jetzt dürfen wir dann schon... jetzt wird es dann schon Zeit, dass wir die Level 2 kriegen. Ne? Sonst wird es echt mühsam. Natürlich wieder gewartet mit dem Goldverkauf, also mit dem Kauf des Creeps, ne, damit wir kein Gold verschenken. Ja, das sind 3-2er Creeps, da werden wir wahrscheinlich verlieren. Außer der Creep-Vorsprung, wir 6 Figuren, also Spieler auf dem Feld, eher 5. Könnte sein, dass es das ausgleicht, aber ich glaube nicht. Nein, die sind einfach zu stark, seht ihr das? Die sind einfach zu heftig. Ja, damit kriegen wir wieder eine Niederlage reingedrückt. Ist aber nicht so schlimm. Ja, das werden wir mit der Zeit dann wettmachen. Also das ist echt nicht so schlimm jetzt. Lieber jetzt die Damage-Runden kriegen, als im Endgame, also im Late-Game, wo es dann wirklich sehr, sehr viel Damage reingibt, ne? Wieder ein 2er Creep.
Tiny, wir nehmen ihn jetzt dazu, weil er nur ein Gold kostet, weil das direkt auf 40 aufgeht. Normalerweise würde ich den gar nicht mehr kaufen jetzt. Wisst ihr was? Wir stellen hier Tiny noch dazu, nach vorne. Vielleicht haben wir so ein bisschen mehr Frontreihe. Boah, gegen ihn werden wir null Chancen haben. Schaut euch die ganzen zwei Creeps an. Boah, das ist heftig. Dann können auch unsere Mages hinten mit dem Burst nichts mehr ausrichten. Aber wie gesagt, das ist alles nicht schlimm. Da werden wir, sobald wir Kotl haben, also Keeper of Light haben, sobald wir die 6 Mages hinstellen können, werden wir hier mithalten können. Boah, 14 Damage, das ist sehr viel. Das war jetzt richtig viel. Aber wir kriegen das hin. Ich bin sicher, wir kriegen das hin. Immer noch nur 2 Mage-Spieler. Das ist geil. Das ist sehr, sehr gut. Komm schon, jetzt gib uns diese 2er-Creeps. Das gibt's doch nicht. Wir kaufen ihn erst, wenn wir... Omni Knight kaufen wir effektiv erst, wenn wir Dragon Knight dazu kriegen. Ne, zuvor macht das eigentlich noch keinen Sinn aus meiner Sicht. Schauen wir mal. Hier kommt wieder der Mage-Player. Oh, und der hat jetzt schon ordentlich Mages dazu gekauft, ne? Da ist jetzt auch die Lina noch dazu gekommen. Zum Glück sind unsere Ultis von den Mages früher gekommen. Das nur aufgrund der Crystal Maiden hier, die extra Mana produziert. Trotzdem kriegen wir eine Niederlage, aber nicht so vernichtend, wie es zu Beginn ausgesehen hat. Ne? Er spielt dieselbe Strat wie wir. Damit kann ich leben. Wir müssen jetzt einfach, wir kriegen jetzt hier sehr lange keine 2er Creeps. Ne? Das ist so ein bisschen... das Problem zurzeit, aber das werden wir handeln können. Das ist halt wieder so eine Strat, wo man zu Beginn ein bisschen geduldig sein muss, wenn man sie nicht direkt reinkriegt, ne? Aber das wird besser werden. Da haben wir schon wieder einen 2er Creep. Das ist mega gut. Da haben wir einen nächsten 2er Creep. 55, da gehen wir jetzt auf Level Up. Fehlt nur noch der Pack hier hinten als 2er Creep. Kotl müsste unbedingt kommen. Ne? Wir brauchen dringendst Kotl. Kotl und die Line, damit wir auf 6 Mages stellen können. Damit die ganzen Mages auch ihre tatsächliche Kraft rausbringen. Weil wir sehen das hier, 6 Mages. Gegner erleiden 40% mehr magischen Damage zur Zeit. Mit 6 Mages sind es halt 100% mehr Damage. Also das heißt, der Damage, der magische Damage wird verdoppelt. Und das ist halt mega heftig. Das ist mega heftig. Gucken wir mal. Die Jungs haben wir schon mal weggekriegt. Passt. Oh nein. Das wollte ich nicht. Warum keine Mana? Warum keine Mana-Items? Das ist natürlich jetzt nicht gut, ne? Everything is going according to plan. Mana und Abklingzeit, das wäre so das Geheimrezept. Das wäre so das, was wir jetzt suchen, was wir wollen, ne? Wir gehen auf 7 Creeps, weil da die ersten auch mitziehen. Gucken wir mal, ne? Assassins bei unseren Mages da hinten, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Komm schon, töte noch so ein bisschen was hier. Gar nichts, ne? Nee, wir töten hier gar nichts. Boah, das ist heftig. Das war Nummer 1, ne? 10 Damage.
Nach wie vor nicht schlimm. Das ist 52 Damage, das reicht noch lockerlässig, wenn wir jetzt Kotl und Lina noch endlich kriegen würden. Das wäre halt echt wichtig. Aber nein. Wie lange wir jetzt die nicht kriegen, das ist ja der Hammer. Das ist ja der Hammer. Assassins, die werden wieder hier hinten reinspringen natürlich. Das hat schon drei Assassins, ne? Das ist halt. Aber ihr seht schon, ne? Sobald die Mages ihre Ultis rauskriegen, da wird ordentlich was wegrasiert. Und der größte Damage-Dealer wird natürlich noch der Kotl sein, also Keeper of Light sein, der halt mit seiner Ulti nochmal sehr, sehr viel Damage rausdonnert. Deshalb ist es so wichtig, dass wir ihn kriegen. Und zwar schnellstmöglich. Mal gucken, haben wir irgendwo schon Keeper of Light auf dem Feld? Scheint nicht der Fall zu sein. Okay. Wieder nichts für uns, ne? Okay, wir kriegen den zweiten Razor auf 2. Da ist die Lina. Das ist schon mal gut. Jetzt noch Keeper of Light und ich bin durchaus zufrieden. Leider nein, ne? Kunker wäre auch sehr gut. Wir könnten Tiny durch Kunker ersetzen. Zurzeit möchte ich das eigentlich noch nicht. Er wäre halt ein weiterer Human, ne? Und den Human-Bonus brauchen wir halt auch, um Mana zu generieren. Deshalb kaufen wir ihn mal. Wir werden dann unseren einen Morphling ersetzen mit dem Kunker. Da war wieder die Ulti der Mages, ne? Das haut halt ordentlich Damage raus. Okay, diesen Sieg haben wir nur eingefahren, weil wir 7 Creeps hatten. Wir hatten einen Creep mehr. Also das war nicht irgendwie Strat oder so. Natürlich auch, aber da haben wir vor allen Dingen gewonnen aufgrund des zusätzlichen Creeps. Wir lassen das beim Morphling. Wir sehen jetzt, haben wir Human Bonus dazu gekriegt. Das heißt 4 Mana pro Sekunde zusätzlich. Nur wo ist Kotl? Wir brauchen Kotl. Wir brauchen Kotl, damit wir 6 Mages aufstellen können. Ansonsten wird das echt schwierig hier. Wir gucken mal weiter, ne? Ist Kotl im Gefängnis? Das wäre das Beste gewesen. Hätten wir Kotl jetzt noch im Gefängnis gehabt, das wäre das Beste gewesen. Jetzt kommen die Ultis, da wird ordentlich was wegrasiert, ne? Da kommt das Schiff noch. Jetzt haben wir mehr Mana aufgrund des Human-Bonus. Deshalb kommen schneller die Ultis. Da sind sie wieder. Und deshalb rasieren wir das einfach alles weg. Das ist mega gut. Also die Strat funktioniert echt mega gut. Und Leute, ganz ehrlich, wir haben noch nicht mal die 6 Mages. Ne? Da kommt 100% Damage dazu. Also das wird mega mäßig. Aber wir müssen jetzt Kotl. Wir warten auf Kotl. Und wir müssen halt auch Lina und so weiter auf Level 2, Puck immer noch auf Level 1. Wieder kein Kotl, ne? Da ist er. I bring with me victory. Okay, das heißt, wir stellen die 6 Mages. 6 Mages auf dem Feld, ne? Das heißt, Tiny wird danach verkauft und Dragon Knight wahrscheinlich bereits dazugestellt. Nehme ich mal an. Okay, jetzt haben wir 6 Mages. Das heißt, wir gehen auf 100% Damage.
Wir haben 3 Human drauf. Wenn wir Tiny ersetzen durch Dragonite, hätten wir nochmal einen Human. Oder halt auch durch Kunkka wäre Human. Also von daher, das läuft sehr, sehr gut. Jetzt wird das alles in die richtigen Bahnen laufen. Jetzt gucken wir mal, wo sind wir denn? Den Kottl. Gibt es schon einen Kottl? Oh ja, hier oben ist schon bereits ein Kottl. Oh, und das ist der zweite Mage-Spieler, ne? Der jetzt auf Rang 1 vorgestoßen ist. Okay, gucken wir mal. Ja, ja, er spielt halt identisch dieselbe Strat, ne? Wir nehmen mal den Pappkameraden noch dazu. Stellen den hier vorne so ein bisschen hin. Okay. Jetzt gucken wir mal. Das hier geht hier zum... Okay. Pack auf 2. Nice. Wir gehen auf Level 8. Stellen somit hier die Dragon Knight noch dazu. Haben jetzt den Human Bonus noch. Haben trotzdem vorne den Tiny noch drin, damit wir halt den guten Damage rauskriegen da. Respektive so ein bisschen eine Frontreihe haben. Also das schaut ganz gut aus jetzt, ganz ehrlich. Schauen wir mal. Gegen die Knights. Mal gucken. Oh, der Kottl wird rausgezogen, aber die Ulti kommt noch. Und da rasiert der halt einfach weg. Da rasiert der halt einfach alles weg. Das ist mega stark, ne? Das ist schon mega stark. Okay, was müssen wir machen hier? Das Beschleunigungs-Item geben wir ihm hier. Oder bleibt das auf dem Pack? Hm. Nein, ich glaube, das geben wir schon hier, ne? 57 Damage pro Sekunde, 53 Damage pro Sekunde. Okay, aber dann möchte ich das hier lassen. Er wäre halt auch geil, ne? Gut, wir rollen. Wir müssen 3 Creeps kriegen, ne? Respektive hier die Lean noch auf 2, das wäre wichtig. Spielen wir ihn noch oder verkaufen wir ihn? Ich glaube, wir verkaufen ihn mal. Nice, da haben wir wieder einen Mage dazu geholt. Passt. Mal gucken jetzt. Da kommen die ganzen Ultis. Da kommt die Ulti noch vom Kottl. Der rasiert nochmal ziemlich viel weg. Die Dreier-Quoppe hier hinten macht mir noch so ein bisschen Sorgen. Oh, die Dreier-Quad macht mir sehr viel. Oh, und das wird unser Ende sein, ne? Okay, da kriegen wir wieder eine Niederlage rein. Aber 6 Damage, das ist halt echt für diesen, für den Start, also für die Phase, in der wir sind, ab Runde 23, das ist echt nicht mehr viel. Also es ist nicht so, dass wir waren zu schwach, ganz klar. Wir müssen hier Dragonite auf 2 kriegen, wir müssen Lina auf 2 kriegen, die Crystal Maiden auf 3 wäre sehr, sehr gut. Ja. Kottl. Nice. Und da haben wir sie auf 3. Nice. Unseren ersten 3er Creep. Mega gut. Unbedingt Kottl auf 2 noch, ne? Wir müssen die ganzen Items zusammenkriegen. Die ganzen Mana-Items oder Abklingzeit. Hier beim Kottl ist die Abklingzeit natürlich noch viel wichtiger. Vom Positioning her gilt es halt hier hinten den Kottl zu schützen, damit er seine Ulti sauber rauskriegt. Ne, jetzt seht ihr das, hier kommt die Ulti und das reißt halt sehr viel weg. Das reißt schon mega viel weg. Ne? So, Dragonite macht einen mega guten Job, also das passt jetzt sehr, sehr gut, Leute. Er ist auf Level 9. Ist das der Mage-Spieler? Jawohl. Der Mage-Boy geht auf Level. Oh, der kriegt jetzt aber eine vernichtende Niederlage jetzt. Okay. Das trotz Level 9. Wie bitte? Heftig. Mal schauen. Wie schaut's aus mit den Mages?
Wir sind die einzigen, die 6 Mages haben. Passt. Die beiden Boys kaufen wir uns. Noch nicht jetzt. Noch nicht jetzt. Die 5 Gold wollen wir uns abholen. Leider noch kein Keeper of Light 2. Das ist so ein bisschen belastend. Aber es scheint ganz gut zu funktionieren jetzt. Ich bin guter Dinge, ganz ehrlich. Da kommt die Keeper of Light Ulti, die wird da hinten in der Ecke schön aufräumen. Jawohl. Nice. Jawohl. Das war's wieder. Ne, das, ihr seht, diese Spiele, ne, das ist das Geile an den Mages. Die bursten halt ordentlich Damage raus. Also ihr seht hier, Keeper of Light 5000, Formwandler, also den Morphling 5000. Die sind halt alle so um die tausender Bereiche mindestens. Und das ist halt mega gut. Das ist schon gut. Und der Flächendamage ist natürlich gewaltig. Mal gucken. This should work nicely. Okay. I'm ready to play. Nice. Dragon Knight auf 2 wäre auch mega wichtig. Also jetzt kommt es echt drauf an, ne? Dragon Knight auf 2, Lina auf 2 und Kotla auf 2, weil das sind unsere Damage-Dealer hier hinten. Ihr seht, dass die Lina hat halt vom Damage her nicht so viel, aber die Ulti ist mega stark. Mit der Dragon Knight haben wir sehr viel Damage, da wir welchen wir raushauen können, und der Keeper of Light, ihr habt es gesehen, die Ulti ist mega nice. Also das ist, das funktioniert eigentlich ganz gut jetzt. Mal gucken. Die sollten für uns kein Problem sein. Die beiden Boys sind weg. Nice. Wir sind auf Rang 2 vorgestoßen, das ist ganz gut. Rang 1 wahrscheinlich belegt vom... Oh, 6-mal herzlos. Das ist heftig. Das ist schon auch mega stark. Aber ich glaube, das kriegen wir sogar down. Ich würde sagen, das werden wir down kriegen. Wir müssen früher oder später hier unseren... Warum keine Mana-Items, Leute? Wir müssen früher oder später unseren Tiny da vorne wegkriegen, ne? Den müssen wir ersetzen. Omni Knight wäre da prädestiniert. Das gibt's doch nicht. Das gibt's halt nicht. Kotl, wir brauchen diesen Kotl, ne? Wir brauchen ihn. Nummer 1 geht auf Level 9. Haben sehr viele, die jetzt auf Level 9 gehen. Das machen wir nicht. Wir könnten Level 9 gehen und den zweiten Dragon Knight dazustellen. Klar, das wäre eine Lösung. Aber ich würde halt schon lieber noch rollen für die ganzen zwei Mages hier. Diese Ulti vom Keeper Fly ging jetzt meins gar nichts raus. Dann wird es auch eng, ne? Also wir brauchen die Keeper of Light Ulti schon, aber das werden wir trotzdem hinkriegen. Ja, und ich glaube, den haben wir sogar raus. Okay, er hat Aegis, deshalb wird er nicht sterben. Passt aber. Jetzt ist halt echt hier unser Keyplayer. Ich stelle die mal ganz rechts hin. Damit ihr die so ein bisschen sehen könnt. Hier die drei, die müssen wir jetzt unbedingt auf Level 2 kriegen, ne? Das ist halt mega wichtig. Weil wenn wir die drei auf 2 haben, dann müssen wir nicht zwingend hier vorne irgendwelche Dreier-Creeps noch produzieren. Weil das wird dann schon ziemlich heftig abgehen mit den ganzen Ultis und so. Aber das auf 1 zu halten, um dann zu gewinnen, das scheint mir unmöglich zu sein. Ach komm jetzt. Das gibt's halt nicht. Naja. So ist es nun mal, ne?
Noch ein Razer für Razer 3. So kann es halt gehen, ne? Gegen 9 Creeps, ich bin gespannt. Da werden wir verlieren. Ich glaube, da werden wir verlieren. Ja. Okay, er könnte uns retten jetzt. Er könnte uns noch retten. Ja, ja, er rettet uns noch. Nice, 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 nice. Och, das war so knapp jetzt. Unser Golem hier hat uns noch gerettet mit seinen 3000 HP und 169 Damage in der Sekunde. Ne? Hat er uns gerade noch so von der Schippe gehievt, oder wie sagt man das? Von der Schippe gerettet. Jetzt komm. Dragonite und Keeper of Light, please. Alle drei möchte ich nicht hervor aufbeschwören, aber komm schon. Okay. Zumindest die Dragonite haben wir gekriegt. Ziehen wir uns den Formwandler noch. Okay, Dragonite auf 2, das ist schon gut. Wir können auch noch eine Niederlage verkraften, würde ich jetzt mal sagen. Aber in der nächsten Runde muss da dieser Keeper of Light schon rein donnern. Sonst Lina noch auf 1, Keeper of Light auf 1. Das hat viel zu wenig. Okay, schauen wir mal. Hier die Quap auf Level 3. Oh. Aber wir können gut mithalten hier. Wir können ganz gut mithalten. Ja, ja, und das kriegen wir down. Die Dragonite haut halt jetzt ordentlich Damage raus. Ne? Ihr seht, 11.000 Damage bereits bei der Dragonite. Das ist schon auch mega heftig. Mega gut. Okay, das haben wir überstanden. Wir sind immer noch auf Level 8, ne? Nicht zu vergessen. Das ist halt... Wir könnten da auch noch ein Level dazugehen dann, ne? I will bring White Spire back to glory. Das machen wir auch direkt mal. Und stellen... 82 pro Sekunde. Komm, wir nehmen nochmal so einen. Nochmal einen Morphling dazu. Das war jetzt natürlich goldtechnisch, ne? Ihr wisst, wie das ausschaut jetzt. Das heißt, das ist unsere Strat, die wir spielen werden. Wir werden nicht auf Level 10 gehen. Voraussichtlich. Und jetzt muss das Ding schon hinhalten jetzt, ne? Das muss jetzt funktionieren. Aber es schaut gut aus, Leute. Es schaut sehr, sehr gut aus. Hier gegen Nummer 2 ist es eine ziemlich eindeutige Sache. Nummer 3 war es, ne? Okay, das haben wir hingekriegt. 14 Damage rausgedrückt. Die sind beide noch auf 40 Gold. Alle drei hier sind auf... Ja, boah, er ist noch auf 50. Also, wir haben jetzt schon einen risikohaften Schritt gemacht. Aber ich glaube, das war es wert. Ich glaube, das war es wert. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das jetzt ein Fehler gewesen ist oder nicht. Hier können wir... Machen wir gar nichts, ne? Und ich glaube, den Boy verkaufen wir hier. Wir machen das... Wir schauen, wenn wir Gold brauchen, werden wir ihn verkaufen, damit wir 4 Gold dazu kriegen. Jetzt macht es keinen Sinn. Aber weil ich glaube, dass wir Pock nicht mehr auf 3 kriegen. Morphling brauchen noch 2, Razer noch einen. Ja. Es sind halt unsere Damage-Dealer hier hinten, ne? Einen der drei der großen Damage-Dealer haben wir draußen mit auf Level 2 mit dem Dragon Knight. Und das seht ihr dann auch, ne? Der Unterschied, das ist dann auch mega heftig. Also der haut dann halt auch viel, viel mehr Damage raus. Als beispielsweise eine Lina oder so, ne? Das ist dann fast schon vierfach. Wenn wir Keeper of Light anschauen. 2000, das ist halt viel zu wenig. Wenn wir Drachenritter, also Dragonite haben wir bei 10.000, Keeper of Light bei 2000. Kriegen wir die beiden hier, Keeper of Light auch noch auf 2, wird das in etwa in eine ähnliche Region gehen.
Was halt mega geil wäre. Natürlich profitiert hier die Dragon Knight noch. Okay. Okay, wir kriegen den Razor auf 3. Sehr gut. Wir könnten hier die Human. Nein, brauchen wir nicht. Wir brauchen ihn nicht. Okay, und jetzt verkaufen wir das hier, ne? Damit wir auf 22 Gold kommen. Wir rollen einmal. Techies dazu stellen. Das Gute ist jetzt natürlich mit den ganzen Humans und so weiter generieren wir Unmengen an Mana, was natürlich beispielsweise für einen Techies oder so auch sehr gut ist, ne? Techies haut dann sehr schnell die Bombe raus, was halt mega gut ist. Also deshalb hier Techies auch dazu gekauft. Wir müssen mal schauen. Die Formwandler dürfen wir nicht verändern. Ich glaube fast, wir könnten hier... Die Frage ist, verkaufen wir hier unseren Tiny? Ach, wisst ihr was? Gyrocopter wäre... Also beispielsweise der Gyrocopter in der Ulti, der haut halt unglaublich oft seine Bomben dann raus und das ist dann mega nice. Wir haben jetzt wieder so ein bisschen Vorsprung rausgespielt, ne? Das heißt, wir können es verkraften, dass wir hier unseren Kottel immer noch auf 1 haben. Sind jetzt auf einer Golden Winning Streak. Ich glaube, das lassen wir mal so stehen, würde ich sagen. Okay. Gegen Assassins mit Stufe 10, also 10 Assassins, 10 Creeps auf dem Feld. Gucken wir mal, wie das ausgeht. Der Gesichtslose, die Ulti ist mega stark. Da kommt der Keeper of Light wieder, der ein bisschen aufräumt und es schaut nach wie vor sehr, sehr gut aus. Ne? Es schaut sehr gut aus. Aegis wieder geschützt, ne? Deshalb 0 Damage, deshalb fällt er nicht raus hier. Boah, und hier 23 Damage gekriegt. Was war das denn? Was war das denn? Auf 10 gegangen und die Heartless zusammengekriegt. Okay. Das ist heftig. Kauft man sich trotzdem wieder? Wir kriegen Lina und Kotl nicht auf Level 2, ne? Da ist Kotl. Nice. Und die Lina hinterher. Nice. Okay, das wird jetzt... Das ist, kann ein Game-Winning Changer gewesen sein. Weil das haut jetzt halt ordentlich mehr Damage raus. Und wir haben auf dem Kotl auch noch den Refresh-Orb. Das heißt, er haut seine Ulti halt doppelt raus. Wir werden jetzt sehen, wie der Kotl aufräumt. Da ist Nummer 1. Und jetzt kommt gleich Nummer 2 hinterher. Da ist sie. Ah, oh, die geht jetzt nix. Ja, 23 Damage, ne? Das ist schon heftig. Jetzt haben wir so ungefähr die Strat, ne? Wir könnten hier einen Formwandler müssen wir dann irgendwann ersetzen, wenn wir ihn auf 3 kriegen. Den Tiny da vorne brauchen wir eigentlich nicht. Ja. Also es läuft sehr gut jetzt, Leute. Ganz ehrlich, das läuft wirklich mega nice. Und da haben wir nochmal ein Kotl. I am magic personified. From the tablelands I ride. Das ist mega nice. Jetzt gib mir noch. Okay. Nice. Heißt, wir haben jetzt auch noch ihn hier dazu geholt. Dreier Morphling und wir haben den Disruptor. Wir holen uns natürlich jetzt alle Creeps, ne? Das ist der Vorteil dieser Streak, dieser Strat. Alle Creeps holen, die irgendwelche Ultis haben mit Flächendamage und Abklingzeit. Weil durch das Mana werden halt die Ultis viel, viel schneller rausgedonnert.
was halt mega stark ist und deshalb werden die auch nonstop ausgelöst. Also ihr seht schon hier, wie oft die ganzen Ultis rausgehen, ne? Und das ist halt mega nice. Das ist echt mega nice. Und jetzt seht ihr, ne? 17.000, 17.000, 15.000, 15.000, 8.000. Also das ist echt megamäßig. Und damit sind wir schon auf Rang 2. Das ist schon mal gut. Und der Heartless Player ist raus. Oh, nice. Dann würde ich echt sagen, sind wir auf Siegeskurs. Ich möchte hier aber nichts verschreien, natürlich. Okay. Einen zweiten Keeper of Light. Setzen wir den ein für ihn hier. Ja. Okay, zweimal Keeper of Light. Das ist halt mega gut. Das ist mega gut. Gucken wir mal, ob wir hier die Dragon wegkriegen. Jetzt kommen die Ultis vom Keeper of Lights, ne? Da kommt die zweite Ulti vom Refresh Orb noch. Wow, weg ist das Ding. Nice. Sieht gut aus, Leute. Ganz ehrlich, ich glaube, das könnte echt klappen hier mit dem Sieg. Ich will es nicht verschreien, aber das sieht echt jetzt... Uff. Ja, komm. Das sieht jetzt doch schon ziemlich gut aus. Ich hätte hier nicht rollen sollen, ne? Wir haben keine Chance auf irgendeinen weiteren Zweier-Creep, da hätte ich nicht rollen sollen. Aber naja. Okay, das sind die Assassins, ne? Die werden hier hinten reinspringen. Machen wir das mal so. Gucken wir mal, ne? Da sind die ganzen Assassins. Oh, die Ulti ist heftig. Was ist das? Gesichtslos 2, ne? Boah, das ist heftig. Das habe ich noch nie gesehen. Die Ulti vom Gesichtslosen 2, die ist mega heftig. Oh, und das wird sehr, sehr eng. Das werden wir verlieren. Ich glaube, das werden wir sogar verlieren, ne? Okay. Boah, die heftige Ulti da. Boah, das ganze Spielfeld wird gestunt, ne? Boah, das ist heftig. Wie machen wir das jetzt? Wollen wir ihn aufteilen? Aber dann werden wir auch halt anfällig für die Assassins, ne? Boah, die Ulti ist ja der Hammer hier. Er hier mit dem... Und er hat auch noch Refresh Orb drauf, ne? Das heißt, er haut das halt doppelt raus. Da war ich wahrscheinlich wieder ein bisschen zu vorlaut mit dem Sieg, ne? Oh Mann. Ist der Wahnsinn. Oh, jetzt ist aber seine Ulti nicht optimal. Oh, aber der wird uns trotzdem down kriegen. Wir brauchen nur einen Sieg, ne? Er hat nur 10 HP. Also das ein Sieg würde uns reichen, würde ich mal sagen. Obwohl, so nicht natürlich. Okay, das wird ein Sieg. Minus 10, jawohl. Das ist das GG. Wow, nice. Das war jetzt richtig eng nochmal. Mega gut gespielt. Oh, und ich habe noch ein Item einfach nicht eingesetzt. Das ist auch geil. Ja, Leute, das sind die Mages in Underlord zurzeit. Die Mana-Strategie fahren, also alle 6 Mages drauf, die Humans dazu und dann geht's ab wie Schmidts Katze. Ich sag vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und ciao aus der Welt von Gunicorn.